Ein Edel Drink und damit herzlich willkommen zu... Hier ist dieser tolle Modus nochmal. Assault. Ich muss weinen. Der ab morgen nur noch in Match of the Day verfügbar sein wird und deswegen spielen wir das jetzt hier. Ich spiele heute Bacchus und für den Anfang werde ich gar nicht besoffen sein, weil ich hauptsächlich erstmal nur meinen Knock-Up will, um Gegner zu knock-upen, wenn sie in der Range stehen. Denn wenn Gegner genock-upt sind, gelten sie außerhalb des Rings vom Tower und dann kriegt man den. Brauchst du nicht mehr erklären, denn Spielmodus spielt ja jetzt eh keiner mehr. Halt's Maul, ich erklär alles. Du Hund. Hallo, Aokwang. Back, ich hab einen sauguten Ping gerade, also. Also hier, wow, ich hab noch nie einen nüchternen Bacchus gespielt. Was? Ich glaube, auf Level 4 tue ich mal einen Punkt ins Saufen. Ich will wirklich erstmal nur den Knock-Up und nicht blöd mein Mana verschwenden. Ah. Ist ein Versuch. How can I help Black by a better PC? Move, ja. So, oh Gott. Das war einfach. So, da habe ich den Knock-Up noch gemacht, den ich wollte, obwohl Rico schon alles geregelt hatte. Aber das war mein Ziel, Gegner, die im Kreis sind, Knock-Up. Yes. Ah. Awesome. I'll defend. Your team has captured the left obelisk. Boop. Hi. So, und jetzt kann ich auch laufen. So, und so kann man das machen am Anfang. Wir hatten bewusst nur einen links. Für den Fall, dass Gegner links sind, wäre nämlich einer von Mitte dann nach rechts rotiert. Und der von links wäre auf Mitte gegangen. Und so haben wir schnell Mitte bekommen und sind dann nach links rotiert. Hat alles super geklappt. Oh Gott. Ich sterbe fast. Bei dem Versuch zu verteidigen. Ich bin so einfach mal gar nicht betrunken. Und es macht auch keinen Sinn, weil ich dann sofort oben bin. Hübsen! Ja, ich nehme mal den Mana-Pot. Right back. On my way. Ja, das ist Domination. In Domination geht es wenig um Kills, sondern vielmehr um die Tower zu halten. Und das machen wir gerade ganz schön. Oh, hallo Higua. Was? Hi? Du bist besoffen, du Arschloch! Du hast gerade den ersten Teil vom Namen Englisch ausgesprochen und den zweiten nicht. Be right back. Ich hab Agni gerade gerettet. Boah. Hibua hätte eventuell geultet. Der Hibua. Mhm. Wie spricht man ihn denn richtig aus? Hibua. Ne, das ist eigentlich mehr so ein Ch. Chabra. Aber nein, das ist so hart. Chabra. So deutsch. Halt's Maul. Aber da kommt ein Hibua zu dir. Ich sag einfach Ibo, ich bleib dabei. So, ich geh jetzt in die Base. Okay, okay. Kauf mir was Schönes. Denkst du, sein Spitze aus und jetzt betrink ich mich auch. Aber dafür brauche ich Potions. Ja, ganz toll. Sind viele auf Mitte? Aber wir haben Spaß hier. Oh, ich will auch Spaß haben. Auch noch einmal trinken und dann kann ich auch stunnen. Out of matter. Achso, die kennen jetzt alle um. Da braucht mir keiner Bescheid zu sagen. Tschüss. Du bist doch schon bei der... Ach nee, bist du nicht. Ich hab meinen Blink verschwenden müssen. Kommst du auch wieder auf Mitte? Ja, ja. Ich habe auch gleich Ultimate. Ach, verrat mir. Ich nicht. Ich will noch betrunkener sein. Noch betrunkener. No. Oh. Warum? Achso, der ist tot, ne? I'll defend middle lane. Sorry. Schafft ihr das? Mal noch. Weil wir sind hier halt auch 2 gegen 2. Ach auch. Ja. So wie wir hier mit dem 2 gegen 3. Ja, aber wenn ich weggehen würde, wäre es hier halt 2 gegen 1 gewesen, ne?
Passt doch. Nice job. Da habe ich die Alte gesprengt. Jetzt ist sie besoffen und tot. Alkohol ist schlecht für die Gesundheit. Was versteckt die sich auch im Mana-Buff? Da kann ich nie im Leben rausfliegen. Den Kill habe ich übrigens nur gejagt, weil es wirklich keine Gefahr für den Tower gab. Ich hätte sie nicht irgendwo bis hinten an ihren Tower verfolgt. Nicht? Nein. Sowas. Aber das ist doch klug. Oh, unser Loki stirbt. Ja, unser Loki ist tot. Ja, das passiert. Ich hole mir jetzt mal Sovereignty. Hat sich erst von Arachne und dann von Yibo ulten lassen. Hat ihm nicht so gut bekommen. Ich gehe auf Mitte. Wo stehst du denn da? Ach, du tötest. Ich töte. Hao Kuang lässt links alleine, weil er Killguide ist. Da bin ich nicht begeistert. Agni Watch ein bisschen genudelt. Ja. Hallo! Machst du alleine, ne? Nein, ich bin Tank. Ja. Oh. Geh mal nach Hause. Du bist ganz schön tot. Ja. Was ist das? I'll defend left lane. Okay. Oops. I'll defend middle lane. Okay. Ups. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wie lange seid ihr tot? Ah, ihr lebt wieder. Gut. Dann beende ich mal hier der Junge-Angriff. Respawn-Timer sind nicht okay im Moment. Du schaffst das, ne? Danke, Agni. Ich hätte sie niemals alleine gekillt. Aber der Tower ist fast kaputt. Das ich geht weiß. Nicht. Das geht nicht. Ach, und drum gehst du raus aus dem Tower. Ja. Danke. Ich bin recht oben. Ach jo. Oh, Bodyblock. Natürlich. Kannst du zurück in den Tower gehen? Nein. Ich bin Recoin. Geht der Aukon gerade auch zurück? Enemies incoming left. Defend left lane. Ah, komm. Defend left lane. I'll defend middle lane. Ich bin besoffen und das und ich ist schön. Bin links. Ah. Ich dachte immer, du wärst rechts. Haha. Verstehst du? Ja. Wollen wir die Alte töten? Wenn sie dumm ist, dann springt sie nicht auf mich drauf. Ach, schade. Hier hast du was. We're gone. Falling back. Your team has lost. The middle ally has been slain. Was soll ist auf Mitte passiert? Scheiße. Kannst du links kurz halten? Ja. Okay. Kann ich wohl. Toll, jetzt hat jemand den Mana-Buff genommen. Den hat Aokon schon Ewigkeiten. Dann ist der vielleicht gleich wieder da. Oh, wie lange sind wir tot? Okay. Dann bleibe ich hier lieber mal kurz in der Base. Die könnten nach links kommen. Wenn sie es machen, sind sie dumm. Ich bleib hier. Sehe aber nix. Okay. Mein Team wird rechts angreifen. Ja, das ist diese ganze Mitte ist nicht so wichtig. Taktik gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich bin auch kein Fan davon. Oh, hey, rechts kriegen wir ohne Probleme. Ja, das ist gut. Manchmal lohnt sich's. Your team has captured the right obelisk. Nice job. No! An enemy has been slain. Yibo ist tot. Defend. Oh, ein Freya. Hallo Freya. Defend. Unser Aokong weiß, wie der Modus funktioniert. Ich bin begeistert. Oh, mein Dingens ist kaputt. Aber ich bleib drin stehen. Ja, Agni kommt auch. Und ich weiche Freya aus wie ein Meister. Ich komme auch, wenn hier die Minion Wave durch ist. Ich halte ganz gut durch im Moment, also. Ja, aber ich will töten. Agni, ich kann hier nicht raus, du Witzbold. Jetzt wird's langsam eng. Nicht töten. Oh, fuck it, das ist eigentlich vorbei. Nein!
Oh, warte, das wollte ich eh nicht sagen. Der Crit. Weil der Rachne mich jetzt töten, tschüss, Arachne. Das Problem ist, wenn wir aggressiv geworden wären, wenn wir aus dem Tower raus irgendwie. Ja. Aber wir hätten da entweder retreaten sollen oder einen Kill mitnehmen. Großhalten war, glaube ich, unterm Strich nicht die großartige Wahl. Ich wollte gerade noch killen und in dem Moment habe ich plötzlich mehr Schaden bekommen von einem Treffer. Loki ist AFK am Rumstehen. Das ist witzig. Och, fick dich, Loki. Einfach nur fick dich. That's too bad. Oh, Nummer 1 ist tot. Ich kann nicht ewig tanken. Ja, darum mach ich auch das Ding hier kaputt. Allerdings ist mein Knockback noch ein paar Sekunden auf Cooldown jetzt. Arachne hat uns beide verfehlt. Agni ist einfach weg. Ah, gut. Ja, ich bin tot. Agni war fast. Oh, hat Aokong das Ding jetzt gekillt. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass er es kriegt. Als ob. Und sonst war das eine riesengroße Scheiße. Ja, da lief so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Übrigens, Loki, du bist doof. Wie steht denn Loki? Ach, der hatte 1-2, ja, da hätte ich auch gerage quittet. Wenn ich weniger Kills hätte als der Tank. Kommst du mit nach rechts? Ja. Okay. Oh. Ah ja, ist rein. Haut doch schon ab. Be careful, middle. Falling back. An ally has canceled that. Sind wir nicht mehr. Ich weiß, aber. Ich nehme alles, was ich zu Loki gesagt habe, zurück. Ich muss auf Mitte. Nicht ich. Na dann beeil dich mal. Unwahrscheinlich, dass das noch was wird. Ah, sieht sehr gut aus, dass das noch was wird. Besoffen! Oh, hier kommt noch ein Vulcan hinter mir. Ja, ich brauche hier Hilfe. Ja. Boah. So. Das Ding hier ist fast. Ah, du musst nach rechts, okay. I'll defend right lane. Right. Right lane. Be right back. Be careful. Out of matter. Loki! Auch verfickte Scheiße! Leckst du wieder raus? Hä? Doch schon wieder ein Disconnect. Hat sich gerade einfach komplett von Feuer runterbürsten lassen, nein. Wir brauchen Hilfe. Ne, wir müssen hier raus. Wir brauchen keine Hilfe. Agni muss nur überleben. Die Respawn-Zeit ist beschissen. Agni, geh nach Hause! Wenn ich tot bin, ist egal. Be careful. Huh. Aokwang? Keine Ahnung, hat geultet. Hat getötet. Ja. Ist tot. Ist nur leider im Moment nichts wert, weil er ist 37 Sekunden tot im Ausgleich. Oh. Hat sich dann in der Tat überhaupt nicht gelohnt. Wie wir frontal auf Feuer draufgehen, ist unerträglich. Muss halt hier eigentlich muss ich euch helfen, eigentlich kann ich hier nicht fahren. Nein, du kannst da erstmal noch ein bisschen bleiben. Ja, bis die anderen bald wieder da sind halt, aber. Loki schreibt Ultimate ist ready, wenn er tot ist. Was macht denn ihr da? Keine Ahnung, was Agni gemacht hat. Ich hab rumgeherbst. Wie viel Leben hat er noch? Der ist noch relativ voll. Ah, okay. Aha, ich bin ein Tank. Was auch immer. You have slain an enemy. Was auch immer, oh, Wolke. Ist Arachne jetzt. Wo ist Arachne? Bei mir. Ah, ich hol mir Witchstone gegen Freya und den ganzen Blödsinn. Oh, die hat mir ganz schön viel Schaden gemacht. Können wir bitte aufhören, die Freya zu feeden? Einfach nur. Die hat doch erst 15 Kills und schon fast Full Build. Lächerlich.
Ja komm, bürste mich runter. Das ist lächerlich. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Oh ja, stimmt. Ich greife jetzt alleine links an Aokran. Wir müssen... Naja. Ich weiß nicht, was die Arachne hier macht. Zeit verschwenden, finde ich gut. Hier ist noch ein Hibor, das kann ich locker tanken. Oh. Also Hibor krieg ich... Ich hab hier zwei, ne? Also wenn ihr den erobert, wäre das gut. Dann brauche ich Hilfe. Okay. Ach du Scheiße, mach dir viel Schaden. Ja. Hat. Die haben doch schon vor einer Minute gesagt, dass sie zu mir rüberkommen. Ah. Wir sind das hier gerade am Feiern verlieren. Ja, wie gesagt, es hieß schon vor einer Minute, dass Leute zu mir kommen, deswegen habe ich auch nichts weiter gesagt. Machen ich dachte, die kommen gleich. Machen wir Mitte? Machen wir Mitte? Ja. Wir machen Mitte. Machen Mitte, 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 Mitte. Bitte einfach nur alles auf den Turm. Jo. Oh nein. Oh, die Boa ist wieder links. Sehr schön. Geh nach links. Ja. Ja, schaff ich. Also rechtzeitig da zu sein, ob ich... Ah, ich... Oh Gott, der ist ja tot. Was macht denn ihr da? Ich wurde verfolgt und hab die von Mitte weggelockt. Insofern war das, was ich gemacht habe, überraschenderweise nicht gewollt, aber... Im Endergebnis sogar sinnvoll. Fuck it. Oh, Freya ist so behindert. Freya macht das Ding innerhalb von ein paar Sekunden down. Sie ist einfach behindert. Ich hasse sie. Oh, ich hab sie verfehlt. Ich bin tot. Ja. Können wir jetzt hier das Ding mal machen? Freya, du stinkst. Und du bist besoffen. Können wir bitte einfach den Turm angreifen? Wir verlieren nichts. Der Hero ist nicht schnell. Den kriegt einer noch von euch, wenn er darüber geht. Ja, ich gehe ja schon rüber. Der Hero traut sich auch nicht in den Tower rein. Nee, der traut sich gar nichts. Deswegen sage ich ja, bei dem Hero braucht man sich nicht so sehr zu beeilen. Man muss trotzdem hingehen. Komm auf, man töte ihn bitte einfach. Ich will den Kill nicht. Der interessiert mich kein bisschen. Okay. Wie viele Gegner sind noch Mitte? Einer nur. Zwei jetzt mit Freya. Freya ist tot. Agni ist gerettet, immer noch. Okay. Logi macht Blödsinn. Tier auch. Warum? Ich hab getötet. Na, dann geht's ja noch so gerade eben. Au, Quang macht Blödsinn. Und jetzt rennt er auch noch weg von mir. Wie soll ich ihm denn... Dann helfen. So, und so funktioniert Domination. Schnelle Rotation ist das Thema in Domination. Wissen, wo die Gegner sind und Gegner entscheidend ausschalten, wenn sie wirklich zu schlimm werden und nicht immer sinnlos alleine einen Turm angreifen und Fair Feeden. Also Fair Feeden ist allgemein immer scheiße. Keine Items? Er hatte Tatsache nur einen Pulk Shroud am Ende. Wahrscheinlich hat er Autoball ausgemacht irgendwann zwischendurch und dann vergessen. Neu zu kaufen. Hebo war wahrscheinlich einfach nur ein Erfahren. Was allerdings auch erklärt, warum er so schlecht abgeschnitten hat. Ja. Wir haben gewonnen, Rico. Ja. Dein letztes Domination-Match und wir haben gewonnen. Ich will weiter Domination spielen.
Ja, ansonsten halt, was wir in jedem Match gemacht haben, nochmal als Zusammenfassung. Wir haben am Anfang 1-4-0 gespielt, sprich einer links, der viel Schaden machen kann, ich glaube es war Agni, und vier auf Mitte. Der links guckt, ob er da Gegner findet, und wenn dort Gegner sind, dann sagt er, das geht auf Mitte und einer von Mitte geht nach rechts. Das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Weg, am Anfang zwei Türme zu kriegen und das sehr sicher. Wahrscheinlich in 80% der Spiele oder so, wenn man es richtig macht. Und im Anschluss daran halt immer kommunizieren und rotieren. Notfalls von einem Kill ablassen und einfach wieder zurück in den Tower rein und den Tank einfach den blöden Tower tanken lassen, wenn man ihn braucht. Ach ja, und Knock-Ups missbrauchen. Das ist ganz wichtig in Domination. Das mache ich mit Tier ganz selten. Ganz selten. Knock-Ups missbrauchen, Gegner aus dem Kreis raushauen und so weiter. Sprich, wenn der Turm raus ist, irgendwie versuchen die Gegner aus dem Kreis rauszukriegen. Ja. Zu den Methoden gehören töten, denn ein toter Gegner ist nicht mehr da. Raushauen, beispielsweise mit Anhurs Speer, die 2. Knock-Uppen, das kann ich mit Bacchus 2, das kann Rico mit Tier mit jedem Skill. Außer der Ultimate, boah, ist deine Ultimate schlecht. Und so weiter. Ansonsten, Ao Kwang ist immer ein guter Pick, weil er einfach die Türme sehr gut runterbrennen kann und die gegnerischen Minions ausschaltet. Ao Kwang kann halt einfach 3 Waves lang von außerhalb des Towers seinen Tornado draufhauen und dann ist der Turm weg. Dieses Match war hart umkämpft, wir hatten nicht die Zeit für solche kleinen Szenarios. Auf jeden Fall ist Ao Kwang einen spitzen Pick, er hat auch gut abgeschnitten und Structure Damage bis hinten gegen gemacht. Er hat nach Agni am meisten, was mich ein bisschen überrascht, aber ist okay. Oh Gott, Freya, hast du dir Freyas Tower Damage angeguckt? Mein lieber Scholli, man kann von den Dingern live stealen, oder? Ich glaube ja. Das ist so behindert. Ja, Domination wird jetzt rausgenommen, weil es unbeliebt war. Die zwei einfachsten Gründe, die ich sehen kann, ist, der Modus war nicht gebalanced, der Modus war ständig verbuggt und der Modus war nicht gebalanced. Und man muss ja nachdenken und Taktik und so, und das mögen Leute ja nicht. Ach, Taktik. Jetzt erzähl ich nicht, wir hätten mit Taktik gespielt. Ich war die ganze Zeit besoffen. In dem Sinne hoffe ich mal, dass die Audioaufnahme vom gesprochenen Ton dieses Mal besser ist, denn letztes Mal habe ich, aus welchem Grund auch immer... Ja, die war ein bisschen blöd, ne? Ich habe nachgeguckt, was es war. Aha, und zwar? Fraps hat mein Laptop-Mikrofon benutzt. Ach so. Warum? Ja, aber warum war bei dir dann alles so leise? Ich weiß es nicht. Weil Teamspeak ja auch. Was? Ich war nicht in Teamspeak. Oh. Boah, gut, so genau habe ich es mir nicht angeguckt. Ja, du bist mir ein Fan hier. Wenn ihr mal mit Rico in ein Spiel kommt, fokus ihn bitte. Einfach nur alle Sachen auf ihn draufhauen und ihn töten. Immer töten. Gut, dass sich so viele Leute gucken. Ja, Zahl steigend. Nimm so eine, bis zum nächsten Mal. Ciao. Rico, willst du nicht auch Tschüss sagen? Wer jetzt ganz schnell das Thema ablenkt und das Video beenden will. Was? Ich bin mit denen, die mich gucken, zufrieden und freue mich über jeden Kommentar. Willst du auch Tschüss sagen, Rico? Ja, tschüss. Geht doch. Ciao.